So, da sind wir wieder. Immer noch in den Ruinen von Alf. Und wir gucken mal. Ich denke mal, es müsste jetzt flüssig laufen. Aber bis auf diese kleinen Ruckler, die dadurch kommen, dass ich Frameskip anhab. Es wird dunkel. Ja, reden wir erstmal mit dem hier. Du besitzt eine gute Pokémon. Sie sind bestimmt wegen der vielen Kämpfe, die du mit ihnen bei Viola City absolviert hast, so gut. Das Training in der Pokémon-Arena muss von großem Nutzen gewesen sein. Nimm dies als Andenken an Viola City. Damit werden Pflanzenattacken verstärkt. Zephim erhält Wundersaft. Das ist ja wunderbar. Muhaha. Ja, ich weiß, der war schlecht. Erfahrungen von Viola City werden dir auf deiner Reise von großem Nutzen sein. Ich habe auch mal bemerkt, warum es Nacht wird. Anscheinend haben die das mal hingekriegt, dass der VBA, dass der VBA, dass der halt die Zeit dann weiterrechnet. Man merkt sich also, bei welcher Systemzeit man aufgehört hat und rechnet das dann weiter. Also, wow. Hut ab, also. Ich könnte nicht so weit rechnen. Ich habe dich hier noch nie gesehen. Du denkst also, du bist stark. Ja, also ich denke, ich bin stark und ich denke, du bist mutig, solche Shorts zu tragen. Teenager Needs möchte kämpfen. Teenager Needs schickt Radfratz in den Kampf. Los, Marie! Kampf. Kratzer! Ja, ich beschleunige mal ein bisschen. Das ist nur ein Radfratz. Ja, ich kann beschleunigen. Sollte eigentlich keinen Qualitätsverlust bedeuten. Ist das nicht toll? Ja, ich bin stark. Toll. Weiter. Aha, ja, du weißt... Wie bitte? Kampf? Ich telefoniere. Okay. Aber mach schnell. Picknick Annette möchte kämpfen. Picknick Annette schickt Nidoran weiblich in den Kampf. Und glaubt es oder nicht, es ist weiblich. Los, Marie. Marie, Aquaschnarre. Jo, bum. Okay. Hui, Nidoran weiblich wurde besiegt. So, 112 EP, blablabla. Okay, hui. Xephim findet Schutz. Xephim steckt Schutz in Itemtasche. Xephim ist Gott. Stand da jetzt zwischen den Zeilen. Dieser Blick, wie faszinierend. Ja, guck mir in die Augen, Kleines. Kämpfer Erwin möchte kämpfen. Kämpfer Erwin schickt Nidoran männlich in den Kampf. Und auch das ist männlich. Mensch. Keine crossdressenden Nidorans. Schade. Aquaknarre. Ja. Es überlebt natürlich mit 1-2 Hitpoints. Okay, Kratzer. Hier, machen wir ein bisschen schneller. Hui. Kämpfer Erwin wurde besiegt. Das ist enttäuschend. Ja, finde ich nicht so. Also, ich bin damit recht zufrieden. Jippippipp. Okay. Meine Pokémon frisch gefangen. Genau, Training ist overrated. Das haben wir ja schon bei dem Typen, bei diesem einem Käfersammler gesehen. Angler Ahmed schickt Quaps in den Kampf. Warte. Okay, wir setzen Kratzer ein. Wir kratzen Quaps in die Augen aus und werden hypnotisiert. Ja, hoffen wir mal, dass wir irgendwann mal aufwachen. Blubber. Natürlich, noch ein Blubber, hui, noch mal ein Schal, oh, unsere Initiative sinkt. Boah. I call Hex. What the fuck? Gab's hier schon maximalen Sleepcoder oder? Ey, was? Oder war das nur so eine Prozentzahl, dass man aufwachen könnte?
Ja, jetzt sogar schneller als wir. Mari ist aufgewacht. Mari benutzt Kratzer. Okay, also ist das seit Gen 2, dass man beim Aufwachen gleich die Attacke macht. Tja, Rumi, noch was ich dir voraus hab. Jetzt mal abgesehen von der entwickelten Mari. Weil Mari ist toll und so. Ja, es zeigt keine Wirkung auf Mari. Ist auch besser so. Ja, und du bist tot. Booyakasha, Anna Ahmed wurde besiegt. Gacha? Nein, Kratzer. Sag ich mal. Don't you read me, Noob. Wow, wegen dir habe ich den Fisch verloren. Ja, in der Welt der Pokémon gibt's richtige Fische. Das hat man auch in der Pokémon-Folge Nummer, frag mich nicht, auf jeden Fall die mit der MSN gesehen, die ja denn singt. Ja, das hat man da gesehen, weil wegen Milchnüsse, da sieht man die dann durch die Bullaugen, während die da, während er uns weiter mit Essen bewirft, was man auch, ich glaube, ein oder zwei Folgen davor sieht. Ja, toll. Scheiß Carpador. Okay, Nummer 63 EP. Und noch ein Carpador. Mensch! Jetzt eins davon Level 20 gewesen und schon ein Garados. Dann hätte ich dich ja vielleicht ernst genommen. Auch nur vielleicht. Oh Mensch, noch ein Kampf. Ich beherrsche beides an genug Pokémon. Darum werde ich nicht verlieren. Weißt du, was ich beherrsche? Den Anal Fistgrape. Aber das ist eine andere Geschichte. Zeige ich dir später mal, wenn du genug Geld hast. Okay, Kratzer. Superschall. Och Mensch. Müsst ihr eure Noob-Hex-Scheiße hier einsetzen? Nur weil Mari so nicht platt kriegt, wollt ihr, dass Mari selber fertig macht. Ich quasi auch wegen meinen Worten verwirrt. Ich weiß es nicht. Okay, wir gehen weiter. Ein Ausrufezeichen. Ich habe gute Pokémon im Gras gefunden. Ich denke, sie passen ganz gut zu mir. Weißt du, was dir noch gut steht? Die Niederlage. Die werde ich dir jetzt beibringen. Er redet vom Pokémon, also in der Mehrzahl, und schickt eins. Sag ich mal. Los, Mari. Kratzer. Jupp. Aquaknarre, nicht sehr effektiv. Kratzer, ja. War auch nicht besonders effektiv, aber normale Effektivität reicht bei solchen Kacknoobs. Ja, wildes Pokémon. Ein Radfratz. Mensch. So. Kratzer, 40 EP. Xefin findet Superball. Ups, Superball. Ach Mensch, Jungs. Ich wollte heute noch vorankommen. Ich will hier meine Zuschauer nicht mit lame-ass Wild-Pokémon kämpfen. Quälen. Halt! Also echt mal. Okay, das war so klar. Knopf. Übrigens, schöne Sendung, haben wir öfters mal im Physikunterricht gesehen. Wie möchtest du die schmackhafte, gehaltvolle Fleckmundrute zubereitet haben? Für dich jetzt nur 1 Million Pokédollar. Wie möchtest du sie? Ja. Ich dachte, die Kinder von heute wären stinkreich. Nee, stinkreich sind wir noch nicht. Wir haben... Ach Mensch. Ich muss das unbedingt wieder umstellen. Xefin, 7576 Pokédollar. Und ein Ohren und wir spielen schon seit 2 Stunden. Oh mein Gott. Andere Leute werden jetzt schon durch. Dieser Ohren, er ist aus Viola City. Hast du Falk besiegt? Nein, ich habe ihn niedergeschlagen und ihm den Orden geklaut. Aber in irgendeiner Art und Weise hätte ich ihn ja dann immer noch besiegt. Ja, egal, Vogelfänger Rico möchte kämpfen. Vogelfänger Rico schickt Taubsi in den Kampf. Cheap. Es. Ja, okay, Los, Mari, Kratzer und so. Hey, boah. Bist hier so lame Pokémon einsetzen, also. Sollte wirklich aufhören, 80 Level voraus zu sein, also.
81, Entschuldigung. Ja, wir versuchen Blitz. Nee, Blitz wollen wir ganz bestimmt nicht erlernen. Aber Biss wollen wir erlernen, genau. Ja, natürlich. Welche Attacke soll vergessen werden? Kratzer. 1, 2 und schwupp. Maria Kratzer vergessen. Und Maria lernt Biss. Wir sind natürlich überglücklich. Ich kenne meine Schwächen. Das wären zum Beispiel meine Attacken. So, wir gehen ins Pokémon Center. Hi, guten Abend, du bist spät dran. Willkommen im Pokémon Center. Wir halten deine Pokémon und machen sie wieder fit. Jo. Okay, wir benötigen deine Pokémon. Danke, deine Pokémon sind wieder topfit. Komm jederzeit wieder vorbei. So, was noch? Nichts? Dann sehen wir uns wieder vor diesem Pokémon Center. See ya, Leute.